Heute geht es um die Vorteile einer vermögensverwaltenden oder auch Trading GmbH. Wer sich mit dem Vermögensaufbau, besonders mit dem langfristigen Vermögensaufbau beschäftigt, der sollte auf jeden Fall mal von der vermögensverwaltenden GmbH gehört haben. Und was da die Vorteile sind, das klären wir jetzt in diesem Video. Vorteil Nummer 1, der Paragraph 8b des Körperschaftssteuergesetzes, der regelt nämlich eine 95%ige Steuerbefreitheit bei Aktienkursgewinnen. Das heißt, man zahlt also effektiv nur 1,5% Steuern bei Aktienkursgewinnen im Vergleich zu 26% als Privatperson. Vorteil Nummer 2, du kannst mit einer GmbH weiterhin profitabel Termingeschäfte wie CFDs oder Optionen traden. Denn dank einem Gesetz, das 2021 in Kraft getreten ist, kann man im Privatvermögen nur 20.000 Euro Verluste gegenüber den Gewinn geltend machen. Dieses Gesetz gilt nicht für die GmbH und man kann somit weiterhin profitabel Termingeschäfte traden. Vorteil Nummer 3, man kann Call-Optionen ausüben und auch vom Paragraphen 8b profitieren. Vorteil Nummer 4, man hat Teilfreistellungen bei Fonds. So zahlt man zum Beispiel bei Fonds, die über 51% Aktienanteil haben, um die 12% Steuern im Vergleich zu 18% privat. Vorteil Nummer 5, man kann Kosten absetzen. Und hier muss ich einen kurzen Disclaimer machen. Wir sind keine Steuerberater hier, das sind alles nur Informationen. Das heißt, wenn ihr zum Thema Kosten, Verschiebung etc. Fragen habt, dann müsst ihr bitte einen Steuerberater kontaktieren. Nichtsdestotrotz, welche Kosten könnte man absetzen? Laptop, Zinsen, Fortbildung, alles, was mit der Gewinnerzielungsabsicht zu tun hat. Das heißt also, wenn ich eine vermögensverwaltende GmbH besitze, die tradet, dann brauche ich dafür einen Laptop oder ich muss auch mal eine Fortbildung machen. Das sind alles Kosten, die mit der Gewinnerzielungsabsicht zu tun haben. Vorteil Nummer 6, private Kosten verschieben. Ich kann mein Handy, mein Internet oder auch mein Auto über bestimmte Wege als Kosten in die GmbH verlagern. Vorteil Nummer 7, man kann Partner, Kinder anstellen und dann das Gehalt nutzen, um die Gewinne, ja, die Gewinne in der GmbH zu reduzieren und somit auch seine Steuerlast zu reduzieren. Achter Vorteil, man kann seinen Einsatz steuerfrei entnehmen. Das Geld, was ich als Privatperson, wenn ich meine GmbH gründe, in die GmbH wieder eingebe, kann ich auch komplett steuerfrei wieder entnehmen mit einem Rahmendarlehensvertrag oder mit einem Darlehensvertrag. Das waren 8 Vorteile, die wir jetzt leicht angeschnitten haben. Wer in die einzelnen Vorteile noch tiefer eindringen möchte, der kann gern unseren YouTube-Kanal abonnieren oder einfach mal durch unsere alten Videos schauen. Wir haben einige Dinge schon öfter besprochen. Und wenn ihr dann immer noch Fragen habt, dann könnt ihr auch gerne auf unsere Webseite kommen und ein kostenloses Beratungs- oder Informationsgespräch buchen und rausfinden, ob sich die GmbH in eurer Situation lohnt. Bis dahin, ciao.